Ja, hallo erst einmal. Ich möchte euch zu meinem heutigen Video begrüßen. Und zwar ist heute ganz frisch meine neue E-Lok eingetroffen, die RE420 mit der Artikelnummer 37875. Eine Lok der Schweizer Bundesbahn zu 175. Geburtstag. Die Lok ist komplett in Metall gearbeitet, ist unterschiedlich bedruckt. Eine Seite in so einem leichten Beige. Und die andere Seite in Rot. So, und jetzt drehe ich die Lok mal rum. So, jetzt habe ich die Lok mal rumgedreht. Jetzt sieht man im vorderen Bereich das Schweizer Krokodil abgebildet und hinten wieder der Aufschrift 175 Jahre Geburtstag. Also die Lok ist, wie gesagt, von beiden Seiten unterschiedlich bedruckt. So, zu den einzelnen Funktionen. Die normale Stirnbeleuchtung, 3D-Spitzensignal. Hinten, wie der Schweizer Lichtwechsel ist. Dann hat sie eine Führerstandbeleuchtung. Jeweils separat digital schaltbar, vorne und hinten. Lokpfiff. Und einmal Lokpfiff kurz. Dann hat sie eine Motorraumbeleuchtung, damit du die drei Fenster sehen kann. So, und vorne hat sie noch Fernlicht. Zack. Führerstandbeleuchtung sieht man. Wie gesagt, Führerhaus ist separat digital schaltbar, vorne und hinten einzeln. Rücklichtablasten. Ventilatorgeräusch. Türe auf, Türe wieder zu und ein Ansagetext, den ich jetzt mal abspielen lasse. Eine lange Geschichte. Alles fing mit dem spanischen Brötli an, einem leckeren Gebäck der Schweizer Bäderstadt Baden. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber am 9. August 1847 nahm die erste in der Schweiz erbaute Bahn von Zürich nach Baden ihren Fahrplanbetrieb auf. Nun konnten die Bediensteten der feinen Zürcher Gesellschaft frühmorgens gemütlich das mit dem Zug anrollende berühmte Gebäck abholen und pünktlich auf den sonntäglichen Frühstückstisch bringen, ohne eine stundenlange Wanderung nach Baden und zurück zu absolvieren. Daher bürgerte sich für diese Strecke bald der Name Spanisch-Brötli-Bahn ein. In den Folgejahren brach nun auch in der Schweiz ein Schienenboom aus, der innerhalb von 35 Jahren eine Streckenlänge von 2457 Kilometer erreichte. Schließlich entstanden zwischen 1902 und 1909 durch die Verstaatlichung fünf großer Bahngesellschaften die Schweizerischen Bundesbahnen. In der Folge wob sich ein immer dichteres Schienennetz über die Schweiz, das auch heute noch genutzt wird. Immerhin weisen die Schweizer einen absoluten Spitzenwert bei der Bahnnutzung auf, denn im Durchschnitt fährt jeder pro Jahr rund 1800 Kilometer mit dem Zug. So, das war der Ansagetext, der praktisch auf F25 abgespeichert wurde. Und wie gesagt, ich lasse mal anfahren. Was man noch vielleicht wieder hätte mal machen können, weil ich mal wieder bemängel, das ist einfach, man hätte eine Figur vorne reinsetzen können, einen Zugführer. Ich meine, wenn man schon eine Führerstandbeleuchtung hat, dann könnte man auch ein Figürchen reinsetzen. So, ich starte mal den Motor. Und lasse mal anfahren. Wie man jetzt hinten sehen kann, hat sie den Schweizer Lichtwechsel hinten drin. Das heißt, die eine Lampe brennt. Die flackert zwar jetzt ein bisschen, das ist aber nur auf meinem Video so. In Wirklichkeit flackert sie nicht. Und man kann sie noch auf Rotlicht umstellen. Und auf doppeltem Rotlicht. Für unseren Verkehr hier. Und so lasse ich sie mal eine Runde fahren.
Man sieht sie als Fernlicht an. Ich mach's mal aus, als Gegensatz. Und das Bremsquietschen tritt auf. Also ist wunderbar gemacht. Lok läuft gut. Läuft auch langsam an. Ja, das ist die Lok, 175 Jahre Schweizer Bundesbahn, die ich euch heute mal vorgestellt habe. Ist wie gesagt heute gerade reingekommen. Und in den nächsten zwei Tagen werde ich auch von der einen Schweizer Lok das Video einstellen, weil sie ist zurückgekommen aus der Reparatur und dazu werde ich dann auch was erzählen. Bis dahin noch einen schönen Tag und bis demnächst.